Keep going. Keep going ist das Motto. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Leon Lovelock hier für euch am Start. Und ich habe gedacht, ich mache ein schnelles, kurzes Video. Ich komme gerade aus der Bibliothek. Viele haben mich unter meinen Instagram-Bildern gefragt, wie ich das auf die Reihe kriege. Ja, Studium bzw. Schule und Fitness, wie ich das vereine, wie ich das hinkriege. Und ich gehe einfach jetzt mal ein paar Punkte durch, wie ich das mache und was ich euch empfehlen würde. So, Punkt 1, auf jeden Fall das Wichtigste meiner Meinung nach, Zeitmanagement, Leute. Teilt euch euren Tag gut ein. Ihr müsst eine Struktur im Tag haben, wenn ihr alles auf die Reihe kriegen wollt. Ja, ihr könnt das nicht einfach so nach Gefühl machen, denn dann wird das eine oder das andere zu kurz kommen. Deswegen plant euch euren Tag gut ein, ja, gerade in der Prüfungsphase. Habt wirklich einen Plan, wo ihr durchstrukturiert, ja, von morgens bis abends, was ihr wann macht. Ja. Also gebt euch Zeit fürs Training, teilt die Zeit fürs Training ein, teilt die Zeit zum Lernen ein und für alle anderen Aktivitäten, zum Beispiel Freundin oder Essen kochen, ist auch nochmal ein großer Faktor auf jeden Fall. Oder mit Freunden auch wieder was machen, rausgehen, vernachlässigt das auch nicht in der Prüfungsphase. Ihr könnt wirklich alles unter einen Hut kriegen, wenn ihr vernünftiges Zeitmanagement habt. Ja, wenn ihr euch das wirklich vernünftig einteilt, dann läuft die ganze Sache auch. Was halt da zu beachten ist, ist auf jeden Fall, wenn ihr was macht, Leute, wenn ihr was macht, dann macht es zu 100%. Ja? Wenn ihr lernt, dann lernt ihr und dann macht ihr nichts anderes. Dann hängt ihr nicht irgendwie am Handy rum, dann wird nicht telefoniert, dann wird auch nicht mit Freunden geredet oder geschrieben in WhatsApp, dann wird gelernt. Ja, lasst das Handy, was die beste Erfahrung, die ich gemacht habe, lasst das Handy entweder zu Hause oder im Spind, ja, in der Bibliothek und beachtet das auf jeden Fall gar nicht. Denn ich sage euch, Leute, dann seid ihr effektiver, effizienter auf jeden Fall. Und dann habt ihr hinten raus natürlich auch wieder mehr Zeit für andere Sachen, weil ihr schneller lernt. Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor. Konzentriert euch auf die Sache, die ihr gerade macht und macht die zu 100% und macht sie richtig. Und dann seid ihr auf jeden Fall effizienter und habt dementsprechend wieder Zeit für andere Sachen. Mehr Zeit für andere Sachen. Was auf jeden Fall auch noch wichtig ist, ist, hört auf keinen Fall auf mit dem Training. Ja, ich habe früher, wo ich angefangen habe zu studieren, habe ich auch gedacht, okay, so Prüfungsphase, 3 Monate vor den Klausuren, du darfst nicht mehr trainieren. Du musst dich jetzt auf die Uni konzentrieren. Und das war ein sehr großer Fehler, den ich gemacht habe, weil wenn ihr regelmäßig trainiert seit Jahren und euch auf einmal das Training wegnehmt, dann werdet ihr nicht mehr so, ja, dann fühlt ihr euch erstens nicht gut. Das war bei mir auch so der Fall, ich habe mich nicht gut gefühlt. Du brauchst auf jeden Fall einen Ausgleich. Du brauchst einen Ausgleich für das Lernen, für den ganzen Stress und da ist Training optimal für. Weil wie gesagt, sportliche Tätigkeit, ja, das hilft auf jeden Fall für die Aufnahme vom gelernten Stoff. Das ist bewiesen, auch mit Studien. Und deswegen hört auf gar keinen Fall auf zu trainieren. Und dann habe ich noch eine Frage bekommen. Wann trainieren? Wann sollt ihr am besten trainieren, wenn ihr den ganzen Tag lernt, beziehungsweise wenn ihr am Lernen seid? Und da würde ich euch empfehlen. Also ich mache es so, dass ich wirklich erst lerne und dann trainieren gehe. Das heißt, ich lerne. Aber bei mir ist es so, ich esse morgens mein Frühstück. Dann fange ich an zu lernen. Lerne wirklich so 3, ja 4 Stunden ungefähr. Lerne 4 Stunden, dann mache ich mir was zu essen, esse was und dann lerne ich nochmal. In der Zeit, wo ich sowieso verdauen muss, lerne ich nochmal 3 bis 4 Stunden. Dann habe ich auf jeden Fall meine 8 Stunden am Tag gelernt und danach geht's ab ins Training. Und ich sage euch, Leute, das ist ein befreiendes Gefühl, das ist geil. Also das Training nach dem Lernen ist also einer der geilsten Trainings auf jeden Fall, finde ich. Wenn ich jetzt den ganzen Tag gelernt habe und richtig mich, ja, mein Gehirn ausgepowert habe und dann nochmal ins Gym zu gehen und seinen Körper auszupowern, ist echt, also ich finde es richtig gut. Deswegen nehmt euch das Training auf gar keinen Fall weg. Ja, ich glaube, das war's eigentlich. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann haut die auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und es geht auf jeden Fall. Ihr könnt alles unter einen Hut bekommen. Ihr kriegt das hin, wenn ihr vernünftiges Zeitmanagement habt. Wenn ihr euren Tag vernünftig einteilt, dann wird es auch laufen. Und yes, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Comments unten rein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Frohes Lernen. Ciao, ciao.